Willkommen zum Mixed Monday, dem Format, wo ich alles außer Pilzbieren teste. Und dieses Mal, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, ich habe hier noch zwei andere Craft-Biere stehen von der Brauerei Zwönitz und hier heute das Zwönitzer Rauchbier-Craft-Bier. Das Ganze, meine Brauerei Zwönitz, wahrscheinlich seit 1997, wenn ich das Etikett hier richtig deute. Auf der Rückseite haben wir hier noch stehen, also Rauchbier, Craft-Bier natürlich wieder. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Klammer auf, Münchner Malz, Rauchmalz, Karamalz, Klammer zu. Dann Hopfen, Klammer auf, Southern Cross und Tettnanger, Klammer zu. Und Hefe. Das Ganze natürlich von der Brauerei Zwölz, hatte ich schon gesagt, aus dem Erzgebirge. Das Bier hat 5,0 Volumenprozent Alkohol. Gut, ansonsten finden wir nicht mehr viel. Hier nochmal das Etikett. Ich glaube, letztes Mal hatte ich es euch gar nicht richtig in die Kamera gezeigt. Verhält sich ähnlich wie beim letzten Craft Beer, nur die Farbe ist anders. Hier ist das so türkis gehalten. Und beim letzten Bier, ich halte es euch jetzt mal in die Kamera, war das dann so eher so ja, dunkel, lila, rot, so in dem Stich gehalten. Und hier haben wir so ein komisches Türkis. Gut, jetzt nicht mehr lang schnacken. Gucken wir, was drin ist. Bin gespannt, ob das mich mehr überzeugen kann dieses Mal. Plopp muss rein. Jawohl. Und rein ins Glas mit dir. Das ist jetzt unser Zwölnitzer Rauchbier. Auch ziemlich dunkel wie das letzte Bierchen auch schon, aber nicht ganz so dunkel. Also ich kann hier noch so ansatzweise ein bisschen was, ja, leicht bräunlich schimmerndes durchsehen. Nicht ganz so dunkel wie das Stout. Der Schaum, überwiegend sehr feinporig, wirkt sehr, ja, sahnig cremig schon fast. Gefällt mir gut. Ansonsten bläschenmäßig kann ich euch auch nicht sagen, dafür ist das doch noch wieder zu blickdicht. Ist ja auch noch Hefe mit drin, von daher gar nicht so gut möglich, da überhaupt durchzugucken. Vielleicht habe ich auch das falsche Glas dafür jetzt genommen. So genau weiß ich es nicht. Trotzdem machen wir es einfach mal probieren, beziehungsweise jetzt erstmal dran riechen. Kommen wir zum Geruch. Ja, Rauchbier nicht zu Unrecht, riecht sehr rauchig. Auch diese Röstaromen kommen gut durch. Riecht eigentlich fast verwandt mit dem Stout, nur halt, dass diese rauchige Note auf jeden Fall noch dazu kommt. Ja, süßlich, röstig, rauchig. So möchte ich es eigentlich, einfach beschreiben. Viel mehr riecht man eigentlich gar nicht. Da müsste man jetzt, also ich müsste jetzt lügen, was ich da eventuell noch reindeuten könnte. Ich nehme es einfach mal in die Nase voll. Aber nein, ich rieche da nicht wirklich viel mehr. Es bleibt bei diesem röstigen und leicht süßlichen und dem Rauch dazu halt. Von dem Karamalz, das Karamellige, kann ich nicht wirklich was von riechen. Mal gucken, wie es im Geschmack aussieht. Von daher, Prost! Ich muss sagen, ich hätte es jetzt rauchiger erwartet. Es schmeckt jetzt geschmacklich, sagen wir, fast noch ein bisschen milder sogar als das Stout. Da einfach dadurch, dass nicht nur Röstaroma drin ist, oder Röstmalz. Wir haben am Anfang noch, ja, wie ist der Antrunk? Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Der Antrunk ist auf jeden Fall noch recht verhalten. Er ist jetzt nicht dünn oder nicht so wie beim Stout, dass er so rein einfach so kommt. Frisch auch nicht. Mir fehlt jetzt das Wort dafür. Muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. Der hat schon, bringt schon ein bisschen mehr mit. Man schmeckt zwar auch nicht wirklich was, aber man merkt schon, da ist was drin. Und dann im Mittelteil liegt das Bier schon direkt los. Also Stout, wisst ihr noch vielleicht vom letzten Mal, das war im Mittelteil auch noch sehr verhalten. Da war das auch eher so weich und so was. Haben wir hier nicht, das liegt schon im Mittelteil los. Da kommt nicht so eine leichte, schöne Süße von dem Karamalz durch. Da kommt auch schon so leichte Röstaromen mit dabei, etwas Rauchiges mit dabei. Also eine schöne, eigentlich schon da im Mittelteil eine schöne Würze drin, wenn man das jetzt mag. Mal dahingestellt, ist jetzt nicht unbedingt vielleicht meins, aber so, da kommt halt schöne Würze rüber. So süßlich, karamellig, würzig im Mittelteil. Abgang wird dann wirklich sehr, ja, röstlastig mit diesem rauchigen Beiton auf jeden Fall.
das Rauchige geht noch, das ist nicht so extrem. Also ich habe ja schon, sagen wir mal, auch das Bamberger Rauchbier muss ich immer wieder als Vergleich hier einfach herziehen. Das ist wirklich, als wenn man gerade, also da ist wirklich, da hast du Rauch pur im Rachen nachher. Hier, das geht noch, das ist noch relativ zurückhaltend rauchig, das ist dezent, das geht in Ordnung, finde ich. Das ist, ja, ich weiß nicht, das ist einfach noch einen Ticken harmonisch rauchig, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Ein bisschen schwierig zu beschreiben, sowas. Muss man, glaube ich, erstmal selber probiert haben, bevor ihr wisst, was ich so meine. Das ist nicht so, wirklich so, dieses Rauchige ist nicht die einzige Komponente. Das ist wirklich diese Röstaromen. Und die sind auch nicht so ausgeprägt, nicht so stark, nicht so überlagernd wie bei dem Stout. Also ich finde, insgesamt ist hier das Rauchbier deutlich gelungener als letztes Mal das Stout. Damit bin ich deutlich besser zufrieden. Das kommt mir eher entgegen, auch mal davon abgesehen, dass ich diese Art Biere eigentlich eher nicht mag. Also ich würde mir jetzt keine zweite Flasche davon holen. Wer sowas mag, aber wen das interessiert, könnt ihr gerne mal nehmen. Das ist gar keine schlechte Kreation hier. Das Zwölitzer Rauchbier ist von den beiden bisher getesteten Craft Beer definitiv das bessere für mich. Da kommt immer viel mehr Körper rüber und wie gesagt, da habt ihr schon im Mittelteil was und nicht erst am Ende nur röstig, sondern das spielt immer von vorne bis hinten so schön mit schon und bringt einfach viel mehr mit an Facetten, an Charakterzügen. Das gefällt mir als Gesamtes einfach besser. So, letzter Schluck und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, ich habe meinem bisherigen Urteil nichts mehr hinzuzufügen. Das war der Mixed Monday für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, wie immer, Däumchen rauf nicht vergessen, dann freue ich mich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Abend und macht's gut.